Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen wunderschönen Mittwoch, liebe Leute, und Grüße zum JFD. Die Wiesenradar, und hier schießt der eine oder andere auch tatsächlich schon direkt rein. Wolfgang, Nachnamen kann er jetzt nicht lesen, Datenschutz lässt grüßen, aber wir haben zwei Wolfgangs direkt, die hier das Feedback geben, und Pizza ist der eine. Jawohl, Grüße, ich habe dich gerade im Stream gelesen bei uns, hier im Rahmen der, ja, wie kann man es nur immer wieder predigen und sagen, dass ja hier mehr oder weniger unser Guidance, unser Godmore Trader Börse Go Partner sozusagen hier tatsächlich eben auch eine Art Social Media für Trader etabliert hat. Wo? Und da muss man einfach wieder ins Thema gehen. Hier natürlich immer wieder auch Chart Sharing und dergleichen im Raum steht. Aber ich bekomme schon auch Feedback wieder vom Ottmar, alter Hase. Danke an dieser Stelle. Also Bild und Ton sind offensichtlich da. Und dann würde ich sagen, starten wir doch heute gleich mal wieder ins Währungsuniversum. Ich grüße euch. Hoffe, wie gesagt, ihr seid weiterhin gut im Jahresflow. Der Januar bislang ja durchaus turbulent. Wir freuen uns wieder anziehenden Volatilitäten, was natürlich fein ist, und auch einiger Chancen und Möglichkeiten. Ich selbst halte mich noch ein bisschen zurück, schaue sozusagen, was abgeht. Pfund heute mega interessant, das werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Auch vor dem Hintergrund einer Trade-Idee, die ich auch letzte Woche hier schon angerissen hatte, Schrägstrich, ich immer noch interessant finde, jetzt natürlich insbesondere, weil ich praktisch noch interessanter in den Short reinspringen kann. Und natürlich auch immer wieder der Aufruf hier an alle Teilnehmer, wenn ihr Wunschwerte habt, nutzt das Radar, um auch hier natürlich in den Austausch zu gehen, auch mir hier sozusagen eure Trading-Ideen mitzuteilen, also seid es da nicht zu bescheiden. Wer Ideen, Anregungen hat, immer wieder gern auch sozusagen willkommen. Sei es auch mal im Intraday-Trading, hatte ich früher auch sehr viel gemacht, wo ich dann hier auch im Devisenradar, das waren so zu den Anfängen, tatsächlich auch im 5-Minuten-Chart gehandelt habe. Also das war tatsächlich auch nochmal gang und gäbe. Also wer da ja Anregungen hat, immer nur zu. So, dann wollen wir heute auf jeden Fall schon mal in den Markt schauen und uns hier sozusagen das ein oder andere Währungspaar auch näher zu Gemüte führen, was wir dann da noch sozusagen covern werden. Ich kann gleich nochmal ergänzen, dass die Australdollar-Pairs überlasse ich heute auch mal dem Bernd direkt. Also ich hatte heute Morgen hier schon den Aussie besprochen. Da hat Bernd noch zwei andere schöne, die er sozusagen mit ins Feuer wirft. Kann ich auch gleich sagen, Bernd wird heute auch nochmal ein Part wieder übernehmen. Ist ja immer ganz gut, wenn man so eine Interaktivität startet und auch hier das ein oder andere sozusagen definiert und auch durchaus kontrovers diskutiert. Ja, wir hatten ja hier beim Australdollar, hat es der ein oder andere gesehen, heute Morgen schon die Ansicht, dass Bernd hier eben das Ganze ein Stück weit anders sieht im Rahmen der Aussie-Einschätzung, und auch spannend da tatsächlich, wie das jetzt am Ende sozusagen kommen wird. Britisch Pfund, schwarzer Franken, Bernd, lasse ich dir auf jeden Fall auch. Ich werde jetzt erstmal hier die üblichen Verdächtigen verhaften und natürlich dann unabhängig der Aussie-Pairs, die du machst, und Britisch Pfund, schwarzer Franken, hast du uns ja vielleicht noch das ein oder andere Schmankel mitgebracht, jetzt hier wieder über den Globus gehen und das Pfund selber mal kurz beleuchten. Warum? Ja gut, der Brexit ist jetzt sozusagen gemachte Sache, und ich habe jetzt just nicht geschaut, was die aktuellen News bringen, aber Tatsache ist, dass die 1,30er-Marke hier wieder wirklich als Sprungbrett diente. Man muss sagen, sehr spannend, was das Pfund sozusagen hier darbietet. Technisch gesehen ganz klar seit Ende letzten Jahres hier in dem Aufwärtsimpuls, der sehr dynamisch ja schon vonstatten ging, also im Rahmen dieser Projektion, dieser Bullflag, nahezu komplett abgearbeitet, die Bewegung, also wirklich vorbildlicher, sage ich mal, Move, sowas sieht man nicht allzu oft, aber wenn es denn passiert, kann es auch richtig reinkrachen. Was wir jetzt hier haben, und da will ich das Pfund eigentlich jetzt gleich nochmal unter die Lupe nehmen, ist die Tatsache, dass wir hier diesen steilen, kurzfristigen Abwärtstrend jetzt dieser Tage gebrochen haben. Ja, ich meine, es dient hier jetzt nicht der Kalligraphie, dem schönen Malen und ach je, es geht vielmehr darum, dass wir hier mal ein wichtiges Level ausloten, wo der Markt wieder interessant sein könnte oder beziehungsweise auch die Käufer interessiert sind. Und eine runde Hausnummer ist immer spannend. Ich werde den Chart jetzt hier mal ein bisschen clean. Der ist mir hier ein bisschen bumpvoll, das geht gar nicht. Die Horizontallinie mal weg. Das Fibo-Level nehme ich auch raus. So, jetzt sieht es schon ein bisschen cleaner aus. Die Linie könnten wir alle verkürzen, ist aber in dem Fall auch kein Beinbruch.
diese Trennlinie mal drin zu lassen. Wie gesagt, dienen hier aus der älteren Geschichte, aber so eine Chart-Cleaning zu machen, ist immer nicht schlecht. Manchmal nehme ich auch gerne einen ganz Blanko-Chart ohne vorgefertigte Meinung. Aber gut, gehen wir jetzt hier zu den Fakten. Wir haben den kurzfristigen Konsolidierungsmove jetzt hier schon auch vorsichtig gestern abgebrochen, jetzt hier mehr Tageshoch. Und wenn das Fund nicht komplett dreht nach unten, und da kann man hier wirklich die Triggermarke 1,30 nehmen, hier schöner Boden, dann sollte es jetzt eigentlich relativ zügig hier in Richtung 1,33 gehen. Zumindest Tageshoch zuletzt hier gesehen am 31.12. direkt hatten wir 1,3284 auf dem Bit. Und das ist eigentlich eine Sache, wo ich sage, ihr könnt da definitiv nochmal hinschnipsen, um dann die 1,3335, 1,3330, diese Horizontalzone hier, haben wir ja auch schöne Hochs vom Februar und dem Märzverlauf, dass wir hier in Verbindung hier dieser weiteren geschichtlichen Entwicklung, dass wir hier sozusagen in diese Zone vorstoßen. Da passt natürlich das Short Setup, was wir unlängst vorgestellt hatten, beziehungsweise ich im Radar hier am 17. und auch durch die Intention von Bernd. Lass uns das nachher mal auswerten. Britisch Pfund, Schweizer Franken definitiv gleich mal als erstes covern, um dann eben die Aussie-Pairs mal so ein Stück weit durchzunudeln. Aber das sieht jetzt hier schon wirklich straight bullish aus. Also das Pfund könnte hier auch die nächsten Tage weiter im Zuge dessen ja, profitieren, dass die Pfund-Party mehr oder weniger ja, sich fortsetzt. Ja, am Ende ist natürlich jetzt hier so, es ist eigentlich schon, ja, solange wir uns schon hier über den Brexit unterhalten, für das Für und Wider, so ist die Übergangsperiode generell natürlich mit, ja, wie soll man sagen, mit Unsicherheiten belastet, so will ich es mal definieren. Aber am Ende ist es natürlich so, dass hier der Finanzmarkt trotzdem relativ ruhig bislang gilt. Ja, es ist viel thematisiert worden und es wird auch weiterhin ein Thema bleiben, was das Pfund etwas, sage ich mal, wenig berechenbar macht. Es kann wieder immer wieder Hiobsbotschaften geben, die dem einen oder anderen Marktteilnehmer dann sozusagen ein Stück weit die Angst hochschnellen lassen, ja, was da dazu führt, dass das Fund auch mal wieder Gegenwind bekommen kann. Aber grundsätzlich sieht das jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Also technisch ist der Weg, auch gerade hier nach diesem starken Aufwärtsmove vom Dezember, eigentlich nach dieser laufenden Konsolidierung eigentlich, ja, eigentlich, aber grundsätzlich wieder offen. Lasst uns hier noch kurz den die Fibo-Levels auflegen. Vom Reaktionshoch bis zum Tief sehen wir auch schön, dass wir hier am 38er-Level eben, das hatte ich vorhin rausgenommen, aber auch da eine Stabilisierung gefunden haben. Und das Ganze jetzt hier auch mit dieser Aufwärtstrendlinie, die man sogar von hier unten zeichnen kann, schaut euch das an. Das sieht nicht schlecht aus. Also es sieht wirklich gut aus. Man war hier durchaus versucht, oder ich sag mal, das Fund selber, da halte ich mich ein bisschen zurück. Aber hier einen Trigger, über das Hoch zu legen oder auch über das Hoch der Kerze vom 17.01. wäre jetzt schon sozusagen mit Erfolg gefüllt, zumindest 20, 30 Pips wären wir schon vorne, darf auch ruhig so bleiben. Ich denke, wenn es sich nicht direkt weiter hoch eskaliert, würde ich jetzt mal sagen, dass, und wir sind jetzt schon wieder auf Tageshoch, wenn es hier noch ein Stück weiter geht, dass Rücksetzer meines Erachtens kaufenswert scheinen. Also das Pfund, und das ist ja natürlich das Thema mit dem Brexit, immer heißes Eisen. Aber Bernd, da hatten wir doch auch ein Long Setup hier vorgestellt. Zuletzt war das, hatten wir das hier drin, British Pfund Cut Long. Ne? Ganz spannend. Können wir uns auch direkt mal anschauen, wie das heute ausschaut. British Pfund Cut Long. Kommt jetzt hier raus. Jetzt haben wir nochmal hier die das Seasonal Setup. Ja, das hat sogar schon gestartet, aber schau her, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also hier war sozusagen das Seasonal Setup, was Bernd und da auch nochmal der Hinweis, liebe Leute, im Rahmen der Interaktivität hier. Seht ihr das? Also hier hat man die Chart-Sharing-Möglichkeit bei Guidance ganz, ganz easy, dass ich mir hier in den Kommentaren sozusagen entweder einen Chart reinlade, hier auf dieser Tab-Leiste kann man natürlich mit ja, Kursiv und Fett und La und ein paar Smileys-Emojis Bilder einfügen, ja, oder eben auch Charts per Drag and Drop, kann man hier praktisch hier drüben nehmen, hier mit diesem Button, Drag and Drop, und kann man sie direkt reinziehen. Und dann kann ich den Chart, den ihr oder in dem Fall jetzt Bernd gezeichnet, direkt aufrufen und einfach hier weiter bewerten. Und das ist eigentlich schon, ja, ich sag mal, Social Media für Chartis, Trading und eben generell Börseninteressierte. Deswegen nutzt auch das bitte. Ja. Ich meine, die meisten sind etwas restriktiv und stille Leser. Auch kein Thema. Ich will ja auch gar keinem zu nahe treten. Aber das ist auf jeden Fall eine Interaktivität, die sich lohnt. Denn man kann nur lernen und man kann ja auch gemeinsam sozusagen Setups kreieren. Und was Bernd hier skizziert hat,
Wie gesagt, British Pfund Cut Long passt auch ins grundsätzliche Bild hier im Rahmen dieser Stabilisierung. Und jeder, der diesen Trade sozusagen angedacht hat, ich selbst habe nicht getradet, ist aber hier jetzt auf jeden Fall schon auf breiter Flur eigentlich gut dabei. Und es sieht meines Erachtens auch so aus, als würde der weiter nach oben getragen werden können. Also dieser Chart, British Pfund Cut, im Rahmen auch dieses saisonalen Setups sicherlich interessant. So, jetzt will ich hier auch nochmal in den Seasonal Bull kurz schauen. Da auch wieder der Hinweis, wie immer, JFD-Kunden erhalten hier Preisvorteile von 25 bis 50%. Jeder, der mag, kann sich hier an unseren Support wenden. Und dann muss man im Prinzip eigentlich nur aussuchen, welches Paket man denn haben will. Es gibt halt hier sozusagen viele Möglichkeiten. Aber man hat hier die Aktie des Tages, das Setup des Tages und eben auch viele Möglichkeiten über diese klassischen Aktienempfehlungen. Und bei JFD ist ja der Aktienhandel kostenlos. Echte Dividendenaktien, liebe Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Hier aber auch Indizes und eben auch Länder bis spezifische Aktien zu covern. Grundsätzlich hier bei Forex, 10 Setups werden hier gerade mal kreiert, ist jetzt nicht ganz so Fülle. Und auch der Goldmarkt zuletzt, hier haben wir auch noch ein paar Gold-Setups drin. Ein bisschen zäh, will ich mal sagen. Also da muss man eh sehen, was passiert. Gold sehe ich jetzt per se nicht bullisch. Das ist auch mal das, was ich empfehle bei diesen Seasonal Setups. Cad/Yen, wie gesagt, werde ich mir auch gleich nochmal angucken vor dem Hintergrund, dass wir hier ein schönes Pattern haben während der letzten 24 Jahre. Auf jeden Fall spannend, dass zurück auf Gold oder Silber, in dem Fall XAG, US-Dollar ist ja der Silberpreis, dass man hier diese Saisonal-Setups immer als Blaupause ein Stück weit nehmen kann, aber natürlich auch nicht als Gradmesser, dass es auch wieder dieses Jahr so kommt. Wir haben hier eine Trefferquote, also die hier beim Cad/Yen ist äußerst spannend. Und insofern schaue ich es mir direkt nochmal genauer an, inwiefern dies jetzt hier zum Trading spannend werden dürfte. Da haben wir hier mit dem morgigen Close eine Idee. Heute ist es Cad Schweizer Franken. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, da kann man sich Anregungen holen, ja, parallel dazu. Also man weiß, dass hier zumindest der Kanadier Dollar hier während der nächsten, ja, ich sag mal, etwas über 2 Wochen, wenn wir heute den Tag dazu zählen, hier mit 17 Handelstagen beim Cad Schweizer Franken, generell eine bullische Tendenz aufweist. Und das ist natürlich immer schön in Einklang mit den Charts zu bringen, wenn es denn passt. Zum Beispiel auch hier werde ich sehen, im Februar dann Euro Schweizer Franken, gefällt mir auch gut während der letzten 25 Jahre. Und hier dieses Pattern hochinteressant, lasst mich das noch kurz erwähnen. Nimm hier so ein Ausrufezeichen, okay? Das bedeutet nichts anderes, als dass das letzte Jahr schon ein Verlustjahr war. Und wir haben hier aktuell eine 75-prozentige Trefferquote. Das bedeutet, dieses Setup hat eben hier in 3/4 der Fälle einen Profit hingelegt. Und das ist gut so, aber wenn das dieses Jahr schief geht, wie letztes Jahr, Schatz, ja, hier gab es ein Minus. Das ist hier das Handelsjahr 2019. Sehen wir auch diesen kleinen Dip. Aber generell hat das Währungspaar vom 19.02. bis 27.02. im Durchschnitt verloren. Sieht man auch hier oben die Parameter. Klar, Euro-Schweizer Franken ist nicht ganz so volatil, aber der durchschnittliche Gewinntrade betrug hier 64 Pips bei 22 Pips Stop-Loss-Variante im Durchschnitt. Also sehr, sehr spannend. Dann haben wir aber allerdings, wie gesagt, hier die Gewinner-Verlierer-Ratio, das Gewinner-Verlierer-Ratio, wo man einfach sagt, gut, jetzt muss man mal sehen, wenn das dieses Jahr, letztes Jahr lief schon schief, wenn es dieses Jahr wieder schief läuft, dann fliegt das Pattern komplett raus aus der Historie. Das ist immer ganz spannend zu wissen an der Stelle. Aber gut, Pfund, ich denke, dazu wurde meines Erachtens jetzt hier viel gesagt. Ich bin gespannt, wie Bernd den Trade vom British Pfund Schweizer Franken managt oder seine Ansicht dazu ist, was wir da machen können. Werde ich auf jeden Fall dann gespannt zuhören. Wie gesagt, ich habe auch versucht oder habe überlegt, den Trade zu nehmen, aber eben wegen, ja, der Unsicherheiten, die sich jetzt noch die nächsten paar Tage hinziehen könnten, ist das Pfund eben einfach heißes Eis. Wobei, was für Unsicherheiten eigentlich, weil es ist ja eh klar, dass es kommt, aber ja, es wird immer noch wieder begleitende Statements und auch Kommentare dazu geben. Euro, British Pfund natürlich hier komplett die Gegenseite und hier auch sehr spannend. Das Paar hatte ich auch, muss ich zugeben, nicht gecovert im Radar. Das ärgert mich ein bisschen, weil man will ja immer hochwertigen Content liefern. Und hier war technisch gesehen, und das seht ihr ja relativ unschwer, dass man relativ simpel diese Abwärtstrendlinie hat zeichnen können. Jetzt gehe ich hier noch mit einem Widerstandslevel rein, nämlich dass sich hier finden lässt. So, diese Zone. Knapp unter 0,86. Und ich muss zugeben, hier hatte ich in der letzten Woche das Paar sozusagen im Auge.
War aber gar nicht so marktnah in der letzten Woche, will ich mal sagen. Und im Grunde genommen hatte ich das Trade oder das Paar dann sozusagen jetzt nicht fokussiert im weiteren Verlauf. Da ist es immer gut, wenn man sozusagen auch hier im Stream Interaktivität aufzeigt und dann auch sagt, hey, kannst du dich noch an dies oder jenes erinnern? Hier die bärische Flagge wurde aber schön aufgelöst. Grundsätzlich lasst uns auch hier den Chart clean. Gegenwärtig eine Riesenchance, die auch dafür spricht, dass der Euro ja, noch weiter zurückfällt. Ja, Euro-US-Dollar kommt auch nicht wirklich aus der Sonne, muss ich sagen. Insofern hier gegenwärtig die Lage, die mit, also heute gibt es halt wirklich mit der groben Kelle, das sehen wir auch hier, weil die Tiefs vom Dezember, Anfang Januar, machen wir eine Horizontallinie rein. Das wird im Prinzip alles hier unterschritten, ist jetzt dann auch als Widerstand aktiv, hier diese Zone 0,84. Ein bisschen runter machen. So, 0,8457. Auf jeden Fall ein Level, wo wir jetzt durchblopsen und das spricht eigentlich schon dafür, dass der Markt hier weiter nach unten rennt. Also zumindest hier seine Verluste weiter ausbaut. Also all das spricht im Prinzip für eine weitere klare Pfundstärke, die ich jetzt auch weiter mal unterstellen will. Und insofern hier beim Euro-Britisch Pfund, den ich leider letzte Woche nicht getradet oder nicht gecovert habe, weil, ja, gut, Pfund bin ich eh vorsichtig, aber hier war es charttechnisch einfach auch sehr, sehr nice. Übrigens auch hier wieder, wenn nicht ganz hundertprozentig treffend, aber hier haben sich schon klare Divergenzen aufgezeigt. Ich meine, hier gab es das neue Hoch am 14.01., ja, und hier ging das Histogramm schon deutlich in die Knie. Hier hat man sozusagen, naja, nicht ganz eine Divergenz gehabt. Aber zumindest auch ersichtlich, dass es hier zumindest jetzt vom MACD-Indikator her auch nochmal ein Sell-Signal geben könnte und das wird heute hier massiv bestätigt. Also hier hat die Charttechnik schon ein Stück weit wieder ja, orakelt vorausgeworfen, wohin die Reise gehen kann. Also auf jeden Fall spannend, dass es jetzt hier so durchsackt und wie beim Pfund, wenn wir heute noch ein Stück weiter fallen, ich würde mal sagen, wenn es Pullbacks gibt, gehen wir jetzt wieder so runter, dann ist das hier der Bereich, wo man nochmal aufladen kann, um im Prinzip dann hier in Richtung 0,83 dabei zu sein. Das ist ganz klar mein favorisiertes Szenario an der Stelle. Da würde ich auch sagen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist relativ sicher anzunehmen, dass wir da hinlaufen. Aber es ist schon sicher am Markt. Okay, also um Gottes Willen keine Handelsempfehlung. Der Kämmerer hat hier gesagt, es ist sicher, dass das Pfund fällt und dann haben wir morgen mit Verlaub hier plötzlich so einen schwarzen Schwan und die Kerze, die ballert hier so nach oben. Ja, also irgendwie doch wieder eine Brexit-Verschiebung. Wir wissen es alle nicht, aber deswegen schützen ja auch Stops. Ja, einfach den Stop setzen, Risiko absichern und den Rest entscheidet eh der Markt. Das muss man ganz klar wissen, sich immer wieder vor Augen führen und da auch klar drüber sein, dass wir hier alle mit Wahrscheinlichkeiten spielen. Grundsätzlich aber Euro, Britisch Pfund ein Blick wert. Ich werde das Pfund sicherlich dann auch nochmal zum Ende Januar, weil der 31.01. ist ja der Day Off, nochmal covern und da ja, wird spannend werden. Das steht mal fest. Zum Gold gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich überlege den Aufbau einer Short-Position in der Tat, weil so langsam ist es echt so, dass der Goldpreis hier nicht so recht vom Fleck kommt und wenn man eben Shorts beim Gold hat, kriegt man auch ein bisschen Geld. Wir haben auch hier schon ein Verkaufssignal beim MACD. Jetzt gibt das Histogramm aufgrund des Crosses das Verkaufssignal sozusagen auch schon hier ins Negative ab. Divergenz hätte ich mir gewünscht, die hat man aber nicht immer. Beziehungsweise, was erzähle ich gerade? Wir haben ja schon Divergenz-Move gesehen am 21. letztlich, also sprich am Vortag. Jetzt muss ich mal, hier war das Setup bullischer Natur eigentlich, das ist nicht so richtig in Fahrt gekommen. Aber wir sehen eigentlich jetzt hier schöne Divergenzen. Jetzt ist immer genau in dem Punkt. Jetzt hatte ich gerade eben einen Gedanken- und Wortfehler, dass wir jetzt hier genau mit der Kerze eben diese Unsicherheiten auch haben. Und ich möchte beim Gold trotz der lethargischen Phase immer noch auf die auf die Bärfleck hinweisen. Wo sind die jetzt eigentlich hin? Warum ist denn die nicht da? Die hatte ich doch das letzte Mal abgespeichert eigentlich. Okay, halb so schlimm. Dann aktualisieren wir den Chart. Da hat wieder was mit dem Speichern nicht geklappt. Soll uns aber jetzt hier gar nicht dramatisch bewegen. Im Grunde genommen bleibt das Short Setup bestehen und ich ja bin versucht auch aufgrund der ja, positiven Swaps bei Shorts. Jetzt haben wir hier diese Bärfleck. Ich mache es jetzt mal rot. So, hätte ich auch gleich die Abwärtstrendlinie nehmen können. Ah ne, Maut auch grün, sonst ist das zu verwirrend. Ist ja ein Aufwärtsimpuls. Kürzen wir aber die rechte Seite, nicht verlängern. So.
Gott. Dann haben wir jetzt hier so ein Überschießen, so eine kleine bärische Flagge, okay. Und wenn der jetzt hier rausläuft, also auch wieder, liebe Leute, Vorsicht. Wir schauen auch gleich nochmal auf US-Dollar-Yen, aber mir gefällt das dahingehend ganz gut, wenn wir das gestrige Tagestief unterschreiten sollten. Dann sehe ich hier den Impuls, Trader Stream, zweite Chance, zumindest Rücklauf bis 1510 denkbar. Und dann können wir da wieder auf Longschau gehen, auf Longbeschau. Gefällt mir ganz gut. Der Goldpreis, das kann auch relativ dynamisch laufen, relativ schnell, wenn der Markt jetzt hier mal Fahrt aufnimmt. Und wenn nicht, wenn er so seitwärts plätschert wie die letzten Tage, ja, dann kann man hier auch durchaus mit dem Gedanken spielen, das Ding einfach zu halten, weil es eben positive Swaps gibt. Und von wegen, bei Gold gibt es keine Zinsen, in dem Fall schon bei JFD. Wenn man hier auf einen fallenden Goldpreis spekuliert, auch im Rahmen der Absicherung von physischen Metallen beispielsweise. Was natürlich Fakt ist, wenn der hier unten rausläuft, liebe Leute, dann haben wir natürlich hier das Szenario, dass der auf keinen Fall das gestrige Tageshoch beispielsweise überschreiten kann. Jetzt zähle ich nochmal mal zwei Szenarien. Die durchschnittliche Range müsste ich mir gleich nochmal anschauen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall, sag ich mal, $24. Ein bisschen mit Spielraum, aber $25, okay. Kann man auch mathematisch noch exakter machen, aber ich sag mal, das wäre jetzt sozusagen der Stop, wenn man das Tief von gestern verkauft und hier die Chance, da sehen wir schon relativ simpel, dass das ja akzeptabel ist, aber kein anständiges CRV. Also da gibt es bessere und da darf man jetzt sagen, auch wieder keine Handelsempfehlung, liebe Leute, aber den Goldpreis jetzt auf dem Niveau beispielsweise short zu nehmen. Ja, ihr seht, das Risiko wird hier natürlich kleiner und die Chance entsprechend größer. Es ist aber natürlich hier auch wieder der spekulative Charme, ob natürlich der Goldpreis jetzt hier sein Hoch schon gefunden hat oder ob er nicht doch nochmal die Divergenz vielleicht ausbauen will, noch ein bisschen hochsteht. Wir sehen ja gerade, jetzt läuft er wieder ein bisschen ins Positive, der Goldpreis, dass der hier sozusagen ein Stück weit noch höher läuft. Aber ja, soll ich sagen, ja, jetzt hätten wir ein, noch nicht mal, wir müssen sogar noch weiter hochgehen, aber ich sag mal, machen wir es mal rund. Auf aktuellem Niveau ca. $14 Risiko, okay, bei einer Chance von $45 Gewinn. Das ist ein CRV von 3 zu 1, das ist grandios. Nur vor dem Hintergrund, Bernd, du Killer. Sehr gut. Also die durchschnittliche Daily Range sind $20. Das heißt, man agiert, also das wäre schon ein aggressives Setup. Und ich muss zugeben, etwas juckt es mir in den Fingern, hier mit einem halben R reinzugehen. Also wenn man sozusagen 1% seines Accounts riskiert, könnte ich mir vorstellen, diesen Trade mit 0,5 zu machen, weil er eben durchaus spekulativer ist als ein klassischer Swing Trade. So kann man das ganz klar beziffern. Auf der anderen Seite, ja, beinhaltet der natürlich auch eine schöne Chance. Und hey, Trading ist auch das Hinnehmen von Verlusten, Schrägstrich von Ohrfeigen, die einem der Markt hin und wieder gibt. Aber gegenwärtig sieht das Setup eigentlich sehr, sehr interessant aus. Also offen gesagt, ich spiele hier mit einer Short-Idee. Gegebenenfalls auch hier in dieser bärischen Flagge dieses aufzubauen, dieses Short-Setup. Wenn ich denn heute noch dazu mich, ja, sagen wir mal, gemutmaßt sehe, das zu tun, dann werde ich das unter Umständen die Tage dann auch nochmal preisgeben. Aber jeder andere von euch, der hier im Radar ist, hat sozusagen mal hier diese Trading-Idee mitbekommen. Und wenn wir jetzt beim Gold sind, ihr wisst es, ich mag dahingehend immer US-Dollar-Yen anschauen, der sich noch ein bisschen zögerlich verhält, aber hat auch genau das vollzogen, was wir unlängst besprochen haben, nämlich die Konsolidierung. Auch hier wieder ein bisschen zaghaft. Wenn der jetzt, na gut, wir sehen heute so einen Umkehrstab, das ist ein bisschen unglücklich, da könnte auch noch ein bisschen tiefer noch reingehen. Das heißt, auch wenn der Goldpreis so ein Stück weit hochkommt, dann dürfte man hier mit diesem Pullback auf 109,65, ja, oder auch schon auf aktuellem Niveau theoretisch schon einen schönen Einstieg finden können. Aber selbst Gold mit der Flagge gefällt mir aktuell wesentlich mehr. US-Dollar-Yen ist einfach hier auch eine schöne Alternative, um das Bild so ein bisschen abzugleichen. Aber der Goldpreis, ja, sieht wie gesagt ganz spannend aus und einfach mal beobachten, was der sozusagen macht. Also gestern diese Unsicherheitskerze Doji, jetzt sehen wir hier so eine, ja, es ist ein Seitwärtsgeschiebe, aber im Prinzip im Rahmen einer bärischen Flagge. Und jetzt nach diesem Aufwärtsmove sehen wir jetzt diesen bärischen Flaggenimpuls. Und wenn der nach unten aufgelöst wird, dann haben wir im Prinzip ja genau das Movement eben nach unten. Und ja, mit den leichten Gewinnen, die wir gerade sehen, ist das eigentlich ganz, ganz interessant. Und wer es noch ein bisschen länger braucht oder das ADR-Level, wobei, das weißt du auch, Bernd, ganz genau, die Average Daily Range oder Average True Range, ja, die nehme ich gern mal zwei oder auch mal sozusagen 2,5 hat den Hintergrund, dass man dem Markt eben genug Spielraum eingibt oder erlaubt. Aber da muss man auch sehen, passt das mit dem CRV zusammen? Weil, ich sag mal, wenn die ADR momentan $20 rund beträgt
und ich sozusagen hier das Risiko auf $20 hier oben setze, beziehungsweise knapp unter 1600 $ Marke, das Risiko auf $20 mal 2, also $40, sind wir hier oben mit dem Stopp, mit dem möglichen, und hier unten beim Take Profit von $46. Das ist ein CRV von 1,1 irgendwas. Das ist ja absolut unlukrativ. Sowas, so schön es auch ist, so ein Trade zu machen, um meinetwegen nicht ausgestoppt zu werden, ist das unter Chance-Risiko-Verhältnissen totaler Nonsens, weil natürlich mit so einem Trade erhascht man sich keinen statistischen Vorteil, weil das Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 1 ist. Also so gewonnen wie zerronnen. Ja, da kannst du immer einen Trade machen, einmal gewinnst, einmal verlierst, da hast du keinen Vorteil. Deswegen solltest du versuchen, das Risiko immer wieder ein Stück weit nach unten zu drücken, sodass es CAVs von 2, von 2, 1, um Gottes Willen, 2, 3 oder mehr gibt. Ja, das ist ja auch beim der türkischen Lira der Fall. Da hast du natürlich ganz schöne Setups, die du da kreieren kannst. Aber also Gold, lassen wir den ruhig noch ein bisschen nach oben laufen. Für Short meines Erachtens durchaus interessant. Aber da muss sich jeder sein eigenes Bild machen und malen, und dann schauen wir mal weiter. So, Olaf, du kommst gerade rein. Ach, der Antagonist zum WTI, schreibst du. Das ist ja gut formuliert, gefällt mir gut. US-Dollar Cut, ja, da muss ich sagen, C, C, C. Also es ist, den hatte ich auch immer mal wieder im Fokus, und hatte auch hier, hatten wir im November einen Trade laufen, also eigentlich ganz gut vom Setting her, aber momentan ist das ein bisschen uneins, das Paar. Also das überzeugt mich nicht wirklich. WTI ist natürlich immer noch der spekulative Charme. Holen wir uns doch nochmal das WTI direkt auf dem Schirm. Laden wir es mal hier ein. Wobei, ich habe jetzt hier das Brent abgespeichert, aber können wir auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Heute leicht schwächer. Hier schöne grauer Fahrplan, Wahnsinn hier. Okay, gehen wir mal aufs WTI, aber sieht echt gut aus. Man kann die Ölsorten auch relativ gesehen gut handeln, muss ich ehrlich sagen. Ich muss das WTI mal hier unten einspeichern wieder. Ihr wisst, dass ich da ja bärischer Kandidat war, aber ihr seht auch, wie das Öl hier nach unten wegkippt. Ja, oder genau wie beim Brent eben. Und der Cut kommt hier nicht von der Stelle. Also das ist tatsächlich etwas, wo man sagt, so schön die Korrelation auch sein mag, heute haben wir hier eben im Prinzip einen ganz anderen Fokus. Ja, da tut sich das Währungspaar ein bisschen schwer, hier diesen positiven Korrelationseffekt rauszuziehen. Oder vielmehr negativen, weil es ja divergent ist. Also es geht genau in die andere Richtung. Das sehen wir momentan nicht. Also theoretisch müsste der Cut hier wesentlich nach oben springen oder stärker laufen. Führt mich jetzt aber gleich zu der Idee, dass ich ja hier den Cut generell im Fokus habe für dieses saisonale Setup. Und da will ich jetzt nochmal drauf springen, bevor wir dann so ein Stück weit zu Bern switchen. Cut Schweizer Franken hat übrigens auch so eine gewisse Analogie zum, wie heißt es so schön, zum US-Dollar Schweizer Franken. Aber ihr seht jetzt auch hier diese Range. Das ist das hatte ich auch schon mal vor längeren Zeiten thematisiert. Wir haben hier diesen Ausbruch im August gesehen, und ich muss schon sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, was ich hier aktuell sehe. Also heute haben wir wieder einiges an Ideen und auch, sage ich mal, Möglichkeiten hier im Radar zur Beschau. Und wenn wir natürlich diese Range grob betrachten, ja, Ausreise hier im August, und es gibt auch immer wieder hier Dips nach oben, man kann das sogar ein bisschen nach unten ziehen noch, dann sehen wir hier, dass wir hier aber absolut in den unteren 20% sind, bevor sich hier wieder ein Aufwärtsimpuls anschloss. Und ich muss schon sagen, das Momentum hier ist zwar negativ, 14 Tage, Moment, wir gehen mal hier auf den Seasonal Build, das Setup selbst geht 17 oder 15 Tage. Kann man jetzt hier das Momentum anpassen entsprechend. Und hier eben, wenn man es jetzt mal von heute sieht, auf 17, aber da verzögert sich dann die Linie eher noch ins Negative. Aber wir sehen zumindest hier eine steigende Tendenz beim Momentum. Das ist übrigens ein guter Indikator für die Seasonal Setups. Das heißt, man gibt hier bei der Periode die Zahl ein, die der Trade eigentlich laufen soll. Und in dem Fall wären es heute 17, morgen 16 Tage. Und dann eben, wenn er hier die Nulllinie ins Positive überschreitet, dann hätte man sozusagen erst den Kauftrigger. Und bei diesem Setup möchte ich euch das jetzt mal konkret vorstellen, wie ich das hier handhaben würde. Man kann theoretisch auch heute schon den Long suchen. Ja, die Kerze ist heute bullisch, das sieht gut aus. Aber ich würde hier sogar eher den Trigger hier oben setzen, über das heutige Tageshoch. Klar lässt du Pips liegen, aber du birgst dem Risiko vor, dass, wenn es jetzt hier nicht Momentum nach oben gibt, dass du eben hier bei diesem Seitwärtsgedengle nicht dabei bist, beziehungsweise wenn er doch nach unten weiter abdriftet, dir dies erspart bleibt. Und wenn wir auf den Seasonal Bull jetzt gehen, Cut Schweizer Franken, wir fahren hier rüber, nehmen den Report, dann haben wir hier einen durchschnittlichen Verlust von 83 Pips. Okay, und das können wir jetzt hier gerne mal aufziehen. Risiko.
wenn wir das Hoch von heute kaufen würden, ja, 83 Pips, ihr seht hier unten, da geht die Zahl nach unten. Ui, das sieht gar nicht schlecht aus. Dann wären wir sozusagen hier schon oberhalb. Jetzt müsste ich nur noch die ADR abfahren. Ich habe den MetaTrader nicht gestartet, Bernd. Tut mir leid, gib mir mal die ADR von diesem Pair hier durch. Also letztlich wäre das das Risiko. Passt aber sehr gut in diesen Spielraum, den man dem Paar erlaubt. Aber jetzt wird es eben nochmal spannend. Moment, jetzt muss ich den zweiten Button öffnen. Cut schwarzer Franken, ein durchschnittlicher Gewinn von 197 Pips, ja, ergibt diese Performance hier. Also sieht wirklich gut aus. Das muss man einfach mal festhalten an der Stelle. Und wie gesagt, wer Interesse an diesem Seasonal Bull hat, das gibt es auch für Aktien und Indizes. Auf jeden Fall klasse. Einfach unseren Support anschreiben und dann kriegt er eine Info von mir serviert. Jetzt aber hier die Geschichte. 197 Pips auf der Oberseite sieht gut aus. Geben wir die Chance. So, da haben wir es wieder. Das Ganze läuft. Jetzt hatte ich natürlich eins vergessen. Bis zum 14.02. Das müsste Valentinstag sein. Aha, wenn das mal kein gutes Omen ist. Vertikallinie. 14.02. So. Okay, und schaut euch das mal an. 197 Pips. So. Hoi, außer die Waldfee. Aber sehen wir genau hier bei den letzten Bewegungen. Wahnsinnig gut, wahnsinnig interessantes Trade, wahnsinnig interessanter Trade. Man kann das Risiko sogar noch ein bisschen runtersetzen, ja. Also hier an der Stelle sozusagen sogar versuchen, mit weniger Risiko sozusagen das R hier einzufangen im Rahmen der möglichen Attacke auf den Widerstand hier um 0,76. Also es wäre hier eine Zielzone, die ich als Take-Profit-Zone sehr, sehr interessant finde. Und in dem Falle. Stimmt, jetzt sehe ich gerade hier 197, müssen wir hier oben machen. Da haben wir sonst das verkehrte Verhältnis. Sehr guter Hinweis. Ändert aber, sag ich mal, nur wenig an der Tatsache, dass der hier theoretisch doch bis da oben wandert. So, und das sieht wirklich interessant aus. Also innerhalb dieser kurzen Zeit, diese 14 Tage, so eine Performance hinzulegen, ist schon außerordentlich. Also außerordentlich spannend, will ich mal meinen. Und wir haben hier diese Situation in 2019 gehabt. Schaut's euch an, da war das ein ähnliches Setup hier, Chance-Risiko-Parameter. Ein bisschen ähnlich, leicht andere Stats, aber grundsätzlich auch ähnlich gezeichnet. Und da gab es diese Bewegung hier 2019. Ist witzig, dass ich das gerade nochmal aufführe. Ist jetzt nicht genau das gleiche Pattern, aber es ist ein ähnliches, was letztlich profitabel endete, aber auch die komplette Performance leider nicht ausgenutzt hat. Aber zeigt hier sehr schön, wie es eben funktionieren kann. Und ja, aktuell muss ich zugeben, sehe ich hier eine ähnliche Chance im Markt, die man jetzt kaufen könnte mit dem heutigen Close beispielsweise. Da hat man sozusagen noch viel bessere Voraussetzungen. Wenn die Kerze heute so bliebe, ich gehe mal ran, wären das die Parameter. Ja, so. Und wie ich finde, eine schöne Chance, eine interessante Chance. Würde dann sogar hier in Richtung dieser Abwärtstrendlinie laufen, das Ganze. Scrollen wir uns nochmal raus aus dem Chart. Hier hat man diese drei Dips hier oben. Ja, könnte genauso eine punktuelle Attacke werden. Aber jetzt hier in dem Fall wenig Trendmomentum, dennoch ein schönes Setup zum Nachzeichnen, beziehungsweise einfach selber mal überlegen, ob es hier eine Möglichkeit gibt, so ein Setup auch für sich zu skizzieren. Finde ich persönlich, wie gesagt, relativ spannend und spricht hier aber auch für eine Schwäche des Schweizer Frankens, muss man sagen. Und der kanadische Dollar sollte hier tendenziell zulegen. Da ist übrigens auch, und da bin ich gleich fertig, Bernd, dann kann ich dir den Chart mal rüberwerfen, beziehungsweise vielmehr den nicht den Chart, sondern das Setup. Ich habe auch hier Eurocut. Ich muss mal überlegen, was ich morgen noch für Pairs mache. Ich habe momentan viele Währungspaare, die ich interessant finde. Und da haben wir hier zum Beispiel Eurocut. Und ja, hier haben wir jetzt das Setup, dass der eigentlich bullisch wirkt. Der Euro ging mit dem kanadischen Dollar rein von diesem Unterstützungslevel, wo wir aktuell sind. Aber wir wissen, dass es jetzt eine bärische Saisonalität sozusagen geben kann.
für den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Also kanadisch Dollar stark und Euro schwach. Und da ist das ja zwar einerseits eine schöne Long-Chance, die sich auch auflösen kann, wenn das Setup diesmal nicht für den kanadischen Dollar spricht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, das passt gut ins Bild, wenn wir hier unterhalb von 1,4450 laufen. Ja, hier diese Unterstützung machen wir direkt eine Horizontallinie rein. Unterhalb dieses Niveaus, also da wäre hier 1,4457. Darf man davon ausgehen, dass der hier stufenweise weiter absackt. Also so schön diese Long-Chance momentan hier daherkommt bei diesem Setup, wenn man so nüchtern auf den Chart schaut, ist mit dem Wissen, dass der kanadische Dollar grundsätzlich aber eher zur Stärke neigt in den nächsten 2 bis 3 Wochen in Anführungszeichen, das Ganze mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise hier sogar vielmehr einen Short zu platzieren, wenn der Markt die Marke von 1,44 50, sage ich mal, ein bisschen weiter drunter noch, hier mitsamt dann einem neuen Jahrestief, mehr Monatstief nach unten auflöst. Also Cut momentan sehr interessant und ihr seid heute beim Devisenradar dabei und kriegt das sozusagen jetzt schon serviert, weil ich für morgen noch am Überlegen bin, ob ich den Kiwi nehme, ob ich das britische Pfund Schweizer Franken nehme, ob ich eine Kryptowährung nehme oder gegebenenfalls sogar eben die Cut Pairs. Da bin ich mir noch nicht sicher, das werde ich heute im weiteren Tagesverlauf beobachten und die Charts dann da entsprechend sozusagen anpassen und dann für morgen schon ein Stück weit präparieren. Aber auf jeden Fall sieht das, also in der Hinsicht könnte man meinen, es bricht nach oben aus, aber ich würde fast spekulativ behaupten, dass der hier nach unten abtaucht. Dass wir im Prinzip mit diesem neuen Tief einen Abwärtsimpuls sehen, der sogar diese Entwicklung nehmen könnte. Wenn sich hier, und das ist der spekulative Gegenschirm, natürlich der Markt wieder weiter stabilisiert, das tut er jetzt hier schon letztlich seit Anfang des Jahres, also hier wieder hochkommt, ein Stück weit seitwärts läuft, dann kann auch hier wieder der Move nach oben erfolgen, ist aber aufgrund des grauen Pfeils denkbar simpel, eher meine Alternative B. So, Bernd, jetzt würde ich sagen, genug meiner Worte. Jetzt habe ich heute schon wieder relativ viel Flow gebracht, aber ich denke oder hoffe auch vielmehr, liebe Teilnehmer, dass es euch gefallen hat. Und in dem Zusammenhang gebe ich jetzt gleich mal den Bildschirm an Bernd rüber. Bernd, bereit machen. Ich schalte mal das Mic an. So, da bist du schon, zumindest online und zu hören. Und gleich gebe ich dir dann Hallo mal. Chris, hörst du mich? Ja, sehr gut, Bernd. Bist auf jeden Fall zu hören. Tonverbindung, okay, immer gut. Ton ist super. Finde ich auf jeden Fall. Nochmal Feedback in die Runde, liebe Leute. Könnt ihr den Bernd hören? Gut, so wie ich. Dann gibt es da mal kurz ein Feedback in die Runde und dann würde ich mal den Bildschirm zum Bernd rüberschießen und eben auch vor dem Hintergrund mit dem Cut natürlich mal wissen, wie du das siehst. Beziehungsweise nicht Cut, britisch Pfund, Schweizer Franken vielmehr. Okay, dann, liebe Leute, kurze kleine Pause, weil jetzt der Bildschirm switcht. So. Jawohl. Gut, Bernd, dann hast du das Ja, Wort ich habe. erstmal. Schön, dass du dabei bist. Wieder mal sozusagen ein Gastauftritt, den du auch, wie gesagt, ja schon seit einiger Zeit hin und wieder praktizierst. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, weil, wie gesagt, doppelter Content und zwei Sichten der Dinge hier in einem Live-Webinar haben immer ihren extra Charme. Und ich sehe, du hast hier den Trade-Miner in Sachen Seasonals ausgepackt. Und insofern, lass mal hören, was du Feines hast. Ja, immer wieder schön mit dir, Chris. Und zunächst mal alles Gute und schöne Grüße in die Runde hier. Ich war eben noch mal im Stream hier bei dir und da kam heute Morgen eine Meldung, die hattest du wahrscheinlich gar nicht gelesen. Deswegen packen wir den jetzt doch mal auf. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil die Internetverbindung heute Morgen mega schnell und Nachmittag jetzt nicht so der Knaller. Aber du hattest noch einen Post bekommen bezüglich GBP Schweizer Franken und ich hatte ja das Season-Setup hier unten nochmal auch mit den Rahmendaten nochmal gepostet. Und ich mache den Chart jetzt, dann haben wir GBP Schweizer Franken auch. Die Kerze ist natürlich der Knaller. Ich meine, GBP heute mega stark und das Seasonal-Setup, also dieser Chart, den man jetzt sieht, den hatte ich ja erst später eingezeichnet, weil der 6. Januar war ja ein Feiertag und das ging dann erst später los und dann hieß es ja Seasonal-Setup Schweizer Franken. Das wäre ja eigentlich hier vorne schon gestartet. Das ist noch der Originalchart, wie ich ihn damals eingezeichnet hätte. Normalerweise wäre man jetzt hier gestartet und mit den gleichen Parametern wäre man ja hier eingestiegen. Also 233 Punkte Pips Risiko und 537. So sähe das normalerweise aus, wenn man genau zu dem Zeitpunkt beim Schweizer Franken Setup
also GBP Schweizer Franken Seasonal Setup hier eingestiegen wäre. So würde das jetzt aussehen. Das heißt, man wäre jetzt praktisch auf Break-Even, aber nichtsdestotrotz, die Kerze heute ist natürlich schon ordentlich. Also ich hätte mir, das war die blaue Zeichnung, die war so, was ich mir gewünscht hätte, dass er hier praktisch stoppt und dann abdreht. Aber nichtsdestotrotz, das Seasonal Setup an sich ist weiterhin intakt. Du sagst ja auch immer so gerne, man muss dem Trade ein bisschen Luft geben. Allerdings. Und ja, allerdings, ja, wenn man so, wenn man hier direkt zum Start eingestiegen wäre am 6. Januar, wäre man jetzt aktuell bei plus minus null. Und das sind, wie gesagt, die Rahmenparameter 232 oben, 545 unten. Wie gesagt, also mir persönlich gefällt die Kerze heute gar nicht. Wenn der morgen hier nochmal ein Stück drüber zieht, dann sieht es verdammt bullisch aus im Pfund. Ja, Schweizer Franken. das sind die Rahmenbedingungen, die, also ich muss sagen, ich habe ja überlegt, ob ich den Trade auch kaufe. Ich wäre am 6.1. auch Feiertagsbeginn klarerweise nicht reingegangen. Das ist natürlich jetzt hier so eine idealtypische Konstellation, wo man sagt, na, da hätte man reingehen können, bla. Ich muss eher sagen, ich bin eher Fan, wenn neue Tiefs kommen. Also ich wäre so ziemlich genau, ich hatte auch überlegt, da am, was war das dann, am 14. oder zumindest da mit dem Einbruch unter die Unterstützung short zu gehen. Das war eigentlich auch eine Idee von mir. Hatte ich dann aber auch, wie gesagt, jetzt nicht umgesetzt und so, insofern hatte ich den Pullback ja im Auge und so hatte ich es ja dann auch in dem Radar letzte Den Woche hatte ich ja gezeigt. auch im Auge. Genau. Genauso wie es eingezeichnet hat. Also Richtig. genau an diesem Punkt, da hätte er stoppen müssen. Und diese Kerze heute, die gefällt mir absolut überhaupt gar nicht. Naja, gut, ich meine, die Und Kerze ist ja mal A nicht fertig und B, aber trotz alledem, das Pfund hat generell jetzt ganz schön Rückenwind. Das heißt, der kann jetzt hoch eskalieren. Ich meine, das ist in der Tat jetzt eine Sache, mit der man jetzt leben muss. Aber ich meine, das Setup short-technisch, also unter technischen Gesichtspunkten hochinteressant mit dem neuen Tief, also absolut gerechtfertigt. Und du hast ja im Prinzip wirklich saisonalen Rückenwind, wo man sagt, also dieses neue Tief hat diesen Short-Trend eigentlich bestätigt. Und ich meine, jetzt momentan, wie du schon sagst, wenn der jetzt da die Hochs jetzt von Ende Dezember oder Anfang Januar nicht überschreitet, ist alles noch im alles Grün. im Lot, Wobei dann alles natürlich im Lot, wahrscheinlich im nicht die Gleichen. 550 Pips nach unten dann absolvieren würde in den nächsten 2 Wochen. Also wahrscheinlich ist das, oder in den nächsten 4 Wochen ist es ja. Bin ich mir nicht sicher, ob er das dann noch abreißt auf der Südseite. Aber Überraschungseffekte, Pfund, Brexit, kann es immer wieder Schau geben. mal hier. Ja eben, also puh, der kann auch mal Kann schnell auch, absacken. schau dir mal diese Kerze an und dann Na klar. abgeraucht. Exakt. Also wie du schon sagst, Pfund ist natürlich mega spekulativ und immer wieder für Überraschung gut. Wie gesagt, wird jetzt in den nächsten Tagen spannend zu sein, spannend zu sehen sein, was hier passiert an dieser Stelle. Und ja, wie gesagt, das kann auch natürlich schnell wieder nachordnen. Aber ich wollte jetzt nur noch mal das Seasonal Setup noch mal vorstellen, weil die Frage kam halt, Die kannst du direkt mal beantworten, die die heute Frage. Morgen. Die habe ich in der Tat heute Morgen nicht mitgekriegt oder irgendwie im Stream auch gar die Notification übersehen möglicherweise. Ist derjenige welche eigentlich im Webinar? Können wir ja gleich mal fragen. Ist der vielleicht zugegen? Weil ich sehe, wie gesagt, entweder Nicknames oder Namen. Ich kann ja mal in die Runde fragen. Wenn ja, einfach mal kurzes Hi, hier bin ich. Ansonsten, Bernd, mach da gerne einen Text zu. Kurze Bewertung passt. So, was hast du denn jetzt aber im australischen Rahmen noch so dabei? Ja, du hattest ja heute Morgen den Aussie vorgestellt, Australdollar oder US-Dollar. Und da war ich ja komplett anderer Meinung als du. Du siehst den Long. Ich hätte den jetzt vom Chart her hätte ich den jetzt short gesehen. Und jetzt habe ich von deinem Seasonal hier nochmal zwei Australdollar Pairs rausgesucht, die mir dann doch zu denken geben, was Australdollar, US-Dollar angeht, weil die sind beide long. Australdollar, Schweizer Franken und Australdollar, Kanadollar. So, damit die Leute das jetzt ein bisschen besser sehen hier mit den ganzen Zahlen, habe ich jetzt hier mal so einen ganz einfachen Editor drunter gelegt, damit man die Zeilen besser sieht. Australdollar, Schweizer Franken. Fangen wir damit an. Sieht man das hier jetzt über dieser Spalte? Ja. Über diesen Edit da. Also über diesen Australdollar, Schweizer Franken. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Chris. Der hat 83% Gewinne. 18 Jahre. 18 Jahre ist verdammt viel. 24 Tage. CRV ist zwar in Anführungszeichen nur 2,1, obwohl, naja, gar nicht so schlecht. Warum ist der eigentlich in diesem Seasonal mit einer gelben Lampe markiert? Das kann ich dir relativ sagen, weil das Paar übergeordnet in einem Abwärtstrend steckt.
Das heißt, du handelst hier antizyklisch long in einem übergeordneten Abwärtstrend und das ist das, worum man das eigentlich. Deswegen ist die Lampe gelb. Deswegen ist die Lampe auch die, also die Lampe, der Score geht nach, soweit ich das, also wie gesagt, die amerikanische Version, aber soweit ich das interpretiere, sind da wohl Trendindikatoren und auch, man sagt, so Regressionsgraden drin und die sind ja durch, also beim Australdollar generell, deswegen verstehe ich auch deinen Ansatz da, dass man so sagt, also die sind generell bärisch und deswegen kommt die Pattern, auch wenn das wirklich stark ist, gibt dir recht, 18 Jahre, das ist ein geiles Set, aber genau, hier sehen wir es ja, Australdollar schwarzer, übergeordnet im Abwärtstrend und da hat ein bullisches Deswegen Setup sage ich. eigentlich nichts zu suchen. Aber die, ich sag mal, heute der Aussie heute Morgen war ja relativ spannend. Also zumindest von meinem oder für mein Dafürhalten war der heute Morgen oder gegenwärtig im Setup durchaus eine spekulative Long-Chance. Und wie du schon sagst, das passt eigentlich bei denen auch ganz gut rein, bei den beiden. Obwohl eben gegen den Trend, klar, übergeordnet. So, Wolfgang schreibt gerade. Der Ton reißt ständig ab. Also entweder ist es jetzt dein Ton, Bernd, weil ich dich aktuell auch nicht höre, oder ist es mein Ton. Wolfgang, gib mal da kurz ein Feedback und auch gerne mal in die Runde. Wer von euch hat hier nochmal so einen Abriss von Bernd oder meinerseits? Einfach da mal ein bisschen definieren. Aber es, Bernd, das könntest du sein, weil jetzt bist du nämlich momentan auch nicht zu hören und irgendwie habe ich den Eindruck, dein Bild hat sich auch aufgehangen. Das sind natürlich Unglücklichkeiten, wo ich jetzt sage, jetzt werde ich mal intervenieren müssen und nochmal gucken, dass ich wieder Moderator werde. Weil ich jetzt, Hallo, ah, hörst da du mich bist noch du. jetzt wieder? Jetzt bist du wieder da. Ja, super. Danke. Mein Bildschirm sieht man auch noch. Ja, passt. Okay. Ja, also die gelbe Lampe, weil der langfristige Trend, wie man hier eindeutig sieht im Chart, abwärts ist, oder? So, jetzt schau, ja, also, boah, Internet. Also schauen wir jetzt schnell auf das Seasonal Pattern, weil die Zeit rennt ja auch schon um 10 vor wieder. Und zwar haben wir im Australien oder Schweizer Franken für 18 für die letzten Jahr 18 Jahren 83% Treffer, 115 Pips im Durchschnitt Gewinn. Ein CFV von 2,1 macht durchschnittlich 54 Euro Pips Verlust. Und ich habe heute nochmal geschaut, die ADR bei diesem Pair liegt bei 44 Pips. Weil die Zeit jetzt ein bisschen, ja, das ist so. Ich habe das jetzt hier schon mal eingezeichnet vom Der 24. ist über dem Wochenende, deswegen Ist das Sonntag läuft das wahrscheinlich? Ist die Sonntags? ja, Sonntag oder Freitag. Freitag ist der, ja, wie auch immer. So, das wäre jetzt, wären die Parameter 115 Pips oben, 55 unten, 54 unten. Also Risiko etwas über ja, fast anderthalb, nicht ganz. Läuft aber heute ein Schiff mit der Maus. So, und wie gesagt, das startet erst jetzt. Am Wochenende, also eigentlich am Freitagabend oder man kann auch am Sonntagabend oder Montag rein, wie auch immer. Und generell vom Chart her würde man jetzt deswegen das gleiche wie beim Australdollar, US-Dollar, da habe ich ja auch heute Morgen gesagt, also ich sehe den klar abwärts, den Aussie, aber rein seasonal-technisch, wie soll ich sagen, er hat Naja, ich will, ohne groß rumzureden, der hat technisches ja. Reaktionspotenzial, weil ich sag mal, der kann, wie gesagt, der hat jetzt da vielleicht auch ein Fake-Out auf der Südseite gemacht. Also, wie gesagt, spekulativer Charme hoch 3. Der kann, also sowohl der Aussie kann spekulativ jetzt im Rahmen der übergeordneten Abwärtsbewegung jetzt durchaus spekulativ kurzfristig eine Chance sein, aber nur für 1, 2, 3 Wochen vielleicht. Also, das heißt nicht, dass der ganze Trend umkippt und jetzt der Australdollar hier Nein. das neue Pfund wird. Aber das heißt, guck mal, es ist auch mehr oder weniger eine Range seit Sommer letzten Jahres. Wenn du es mal so Ja, siehst, okay. also mit den Tiefs hier vom Sommer hat er sich so ein bisschen stabilisiert, aber hier oben bei 0, 0, was ist das, 0,7, 0,69 oder 0,68, 50 hat er so ein bisschen den Deckel oben drauf. Das sieht schon wie, also ich finde es sehr so, Setup-technisch ist das interessant, muss man sagen. Also die Shorts kannst du gern reinhauen in den Stream. Ja, das mache ich gerne. Nichtsdestotrotz, die hat eine Range gehabt, aber hat jetzt dieses Unterstützungsniveau, was ich hier jetzt gerade eingezeichnet habe, bei 0,66, 70, 60, irgendwie sowas, hat er aus meiner Sicht durchbrochen. Und Klar. also, das ist wie beim Aussie, sehr spekulativ für einen Long. Wie gesagt, ich wollte jetzt nur mal das Seasonal Setup vorstellen, aber aus meiner Sicht ist das, also der wird die, also er wird. Also aus meiner Sicht wird er die Tiefs hier unten ansteuern. Also ich bin mir
Da Ja, ich würde ich sagen, weiß wenn der, du kannst hier auch nach Momentum-Gesichtspunkten vorgehen. Das heißt, wenn der die 0,66, also wenn der hier die Freitagshochs, das ist ja die drei Doji-Kerzen da links, also von letzter Woche sozusagen da hier, also wenn du da dein Widerstandslevel, das rote, was du da genau da, wenn er da drüber geht, ja. könntest du eigentlich einen Buy-Stop Ja. setzen, dass du dann kaufst, weil dann geht der zurück. Dann ist es ein Fakeout gewesen auf Im der Bereich. Südseite. Also, Ja. und wir haben jetzt noch Zeit bis Freitag, Schrägstrich, wie du schon sagst, Tipp 24. ist ja Freitag, das heißt morgen Donnerstag 23, Freitag 24. Man könnte ihn mit dem Close übers Wochenende nehmen oder man sagt halt wirklich Sonntag oder Montag nächster Woche, um so ein bisschen noch abzuwarten. Und da muss ich sagen, also eigentlich keine Das, Hektik. was du eben auch gesagt hast, man verliert zwar auf der gewissen Weise, wenn man jetzt hier einsteigen würde mit dem Diesel-Setup, man verliert zwar ein paar Pips, wenn man hier oben erst einsteigt, Richtig. Richtig. an dieser Stelle, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch höher, dass er dann nach oben weiter erstmal durchzieht, bis er es durchzieht, aber nach oben weggeht und du bist halt ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Genau. Weil wenn er da jetzt hier über diese Dings nicht rüber geht, dann kann er auch relativ zügig weiter nach unten durchrauschen. So Wobei, ist es. beim Australer muss man auch immer sagen, die ADR ist jetzt auch relativ gering, mal mit 40, 30, 40 Pips. Wie ist denn der Swap bei dem Trade? Australdollar Schweizer Franken ist doch bestimmt positiv in dem Fall noch. Müsste sogar ein positiver Swap sein, glaube ich, in dem Fall. Ich habe den MetaTrader jetzt nicht auf, aber Schweizer Franken ist ja minus 0,75 negativ und Australdollar war leicht positiv. Muss Ich das ja gleich immer mal auch noch gucken. umrechnen wieder in Euro, ne? Das ist ja auch noch wieder so ein Punkt. Klarerweise, das ist natürlich Crossrate-technisch hier jetzt erstmal nur die halbe Wahrheit, aber ich kann jetzt gerade mal gucken. Weil es gibt ja, wie gesagt, auch Währungspaare, wenn du da Negativzins hast und Niedrigzins, dass du da dann am Ende trotzdem zweifachen negativen Spot hast. Ja. Warte mal, ich hab's aber gleich. Das ist eigentlich relativ simpel. Australdollar, Schweizer Franken. Jetzt habe ich die Risikoparameter, da habe ich die Swaps. Tatsächlich, Long muss man umrechnen, aber du hast hier den Long auf deiner Seite, also hast sogar positive Swaps, wenn du das Ding dann hältst. Also ist auf jeden Fall interessant. Ist ein paar, Aber also wenn du die Charts reinstellst, muss ich sagen, ist auf jeden Fall was, wo ich sage, kann man durchaus nachhandeln, Schrägstrich mal im Auge behalten für so ein Return. Aber immer natürlich, dass das Ganze antizyklisch ist, also am Ende des Tages gegen den Trend und zwar massiv. Ne? ja, deswegen absolut. Genauso das gleiche beim Austral oder Kanndollar, den habe ich jetzt hier. Warte, Austral-Dollar, Kanndollar, der hat jetzt hier, der hat eine grüne Lampe, obwohl der Trend auch dort eindeutig abwärts ist. Es mag auch sein, 13 also Jahre. Entschuldigung, der übergeordnete Trend und auch das kurzfristige Setup. Jetzt müsste es mal Australdollar Ja, Kanten noch gut. mal im Chart zeigen. Ja, mache ich ja jetzt. Australdollar, Kanndollar, 13 Jahre. 56 Tage ist natürlich ein bisschen lang, bis zum 25.03. Puh. 77%, aber 13 Jahre ist okay. Auch 2 zu 1 CFV. Und den Australdollar, Kanndollar haben wir hier. Auch da ist der Trend ja eindeutig abwärts. Aber der ist noch nicht Und durchgebrochen, siehst du das? also, ja, hier ist er erstmal Nee, ich meine abwärts. unten jetzt ganz kurzfristig, das ist Nein, ja. da noch nicht, da noch nicht, da noch nicht. Genau Aber hier so ist ist er es. durchgebrochen, also eindeutig abwärts. So. Und jetzt sieht man hier in den letzten, ja, seit Mitte letzten Jahres sieht man eine eindeutige Range. Und die Range läuft seit, ja, da ist er durchgebrochen, wieder rangelaufen, oben nicht durchgekommen, runter, unten die Range, nochmal rangelaufen. Mittendrin, nochmal rangelaufen, nochmal rangelaufen, nochmal rangelaufen. Und jetzt ist er wieder auf dem Weg nach unten. Und diese grüne Linie hier wäre natürlich jetzt das Seasonal Setup Long für den Australdollar Kanndollar. Jetzt habe ich die Links gar nicht eingetragen. Was habe ich jetzt? Risiko 72 Pips. Auch da eine ADR von lediglich 43 Pips. So, wenn wir das jetzt hier mal. Also das wäre jetzt hier der Startzeitpunkt 43 Pips. Das ist natürlich auch nicht wirklich viel in dem Pair. Ja, es ist Nein, eng, ich. aber ich meine hier immer, da ist auch spannend, dass jetzt eigentlich die Ja. Cut Pairs beim Seasonal Bull in eine andere Richtung blasen. Die sagen eigentlich Kanadisch Dollar Long. Also das Ja. kann ja dazu führen, dass das Ding wirklich immer so ein bisschen rumeiert, weil wenn beide Währungen stark sind, in Anführungszeichen, passiert nicht viel. Ja, also dann bewegt Ja. sich das Paar netto kaum, aber man hat einen positiven Swap. Also ich sag mal, insofern durchaus spannend. Aber schon, das ist, also im Prinzip ist es wirklich hier bei den Aussie-Pairs, finde ich eigentlich spannend, ist eigentlich komplett, könntest du alle drei, also Aussie und die beiden Australdollar Währungspaare, könntest du eigentlich direkt
ein Radar für den Aussie separat nochmal machen, weil das ist echt spannend, dass die Ja. hier also klar gegen den Trend, wobei hier hast du eine Range, das ist wie beim Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken, du hast hier eine geile Range, der ist in den unteren 20%, also ich meine, wenn die Range nicht hält, dann ist der Trade eh passé, aber wenn die Range sich wieder bestätigt, dann hast du sogar saisonalen Rückenwind und das finde ich schon interessant an der Stelle. Also das muss ich sagen, also die werde ich mir jetzt mal das eine geht ja am 30.01. los, das andere jetzt dann am 26., den 24. hast du gesagt, steht ja auch so im Ja. Bull, wo ich sage, also die halte ich jetzt mal im Auge. Also können wir schon vorstellen, dass ich da auch den Abzug ziehe. Lass den noch mal ein bisschen weiter runterkommen Also, hier, also perfekt. ich wollte gerade sagen, das ist ja der Startzeitpunkt, wäre hier diese blaue vertikale Linie. Eben. Jetzt lasst ihn nur noch mal hier so ein bisschen runterlaufen, so ein bisschen so und dann da vielleicht. So. Und dann sieht das natürlich, wenn wir, ne, wenn wir da einsteigen, dann wäre es natürlich perfekt, oder? Ja, eben. Also. Wenn der, das meine ich ja. Dann sieht das mal ganz anders aus. Dann hast du noch die Chance, bis hier oben wieder in der Range zu laufen. Und ja, wenn er jetzt noch, also wie gesagt, die blaue Linie ist ja der Startzeitpunkt. Jetzt lass ihn noch ein bisschen hier runterkommen. Und dann wäre das das Risiko. Ich meine, das Risiko könnte man noch ein bisschen ausgehen, weil das CFV ist ja so, wie es jetzt aktuell vom Seasonal ist, über 3. Könnte man noch hier unten dann auf die sichere Seite gehen und den Stop noch ein bisschen weiter runterziehen. Richtig, und das letzte Tief. Da Dann gebe ich dir, und dann immer noch. bist du immer noch bei 2,5 CRV und das passt dann soweit. Nee, muss ich sagen, also Bernd, auf jeden Fall schreibt dir es ein. Also die Chance, wie gesagt, nochmal Aufruf in die Runde. Schaut in Guidance rein. Bernd ist da netterweise am Start und shared die Charts auch vielleicht heute oder morgen. Aber auf jeden Fall solltest du das nochmal ansprechen, dass ich das nächste Woche auch nochmal in den Stream bringe. Direkt jetzt hier zum Wochenauftakt nächster Woche. Da will ich auf jeden Fall den Aussie gerne mal im Devisenradar nochmal besprechen auf breiter Front, weil das ist schon sehr spannend und passt eben eigentlich so nicht in das Bild. Aber deswegen hatte ich den Australdollar Ester ja auch mit der Long Chance und die zwei Cut Pairs, also Schwarze Franken und Cut, der Aussie gehandelt, hatte ich jetzt so gar nicht primär auf der Pfanne. Den Trade Miner hatte ich das letzte Mal vor, ich sag mal, ja, einer knappen Woche geöffnet und hatte die sozusagen jetzt eben frühestens nächste Woche wieder auf der Pfanne. Aber du hast schon recht, mit der aktuellen Chartkonstellation sehr interessant, sehr interessant. Ja, also Aussie, also nicht Aussie, sondern generell der Australdollar, also sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch Schweizer Franken-Kanadier-Dollar. Ich sag mal so, wie du heute Morgen auch schon geschrieben hast, es sind schöne Chancen da. Es ist natürlich bei allen Pairs ein wenig spekulativ, aber wie du schon geschrieben hast, wo keine Chance, wo kein Risiko. Also ohne Risiko keine Chancen, ja? Aber machen wir uns da auch nichts vor. Ich meine, ich muss sagen, das ist ja Trading, ja. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, guck mal, es Na gab klar. auch schon Wochen, wo wir wirklich ein bisschen mühsam, wo du einfach geschaut hast, na, also Seasonal Setups hast du jetzt zum einen nicht, zum anderen hast du auch die Ranges irgendwo in der Mitte. Aber ganz ehrlich, jetzt Cut Schweizer Franken, Australdollar Cut, also alles das in der Richtung, das sind, sag ich mal, die Pairs der zweiten Reihe, die grundsätzlich in sehr interessanten Ranges sind und da eben an gewissen Marken, an interessanten Level, wo sie jetzt rebounden können. Und du hast hier per se interessante Chancen. Und da heißt es einfach nur Abzug ziehen oder nicht. Das ist Absolut. ja das Übliche, sag ich mal, das üblich Gesprochene an der Sache. Entweder, sag ich mal, hast du den Mumm und ziehst es durch oder schaust dem Trade halt ewig hinterher. Das ist ja genau wie beim Gold, wo ich auch überlege, also Gold selber finde ich jetzt gar nicht mal so unspannend. Weil mir kommt irgendwie vor, dass der die Flagge nach unten aufreißen wird. Das ist zumindest mal so eine Vermutung, dass der eben doch noch nach unten abtaucht. Und das gefällt mir tendenziell gesehen eigentlich ganz gut. Und mal sehen, ob ich nicht dann doch noch zum großen Short blase die Tage, ne? Naja, jetzt nochmal ganz zum Abschluss. Du hattest eben Euro GBP nochmal erwähnt, ne? Da hatten wir letztens die Year-to-Date-Performance-Analyse, mit welche Währung waren 2019 die stärksten und die schwächsten. Und der Euro gegenüber dem britischen Pfund war die schwächste Währung in 2019. Guck dir das Ich an, habe den ja. Chart jetzt noch kurz aufgerufen. Das Gelbe ist, wie gesagt, also 2019-Performance. Minus 5, also fast 6% verloren. Und ja, das sieht nicht gut aus im Euro-Pfund. Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Wir werden mal beobachten, wie die Lage sich weiterentwickelt. Engmaschig, wie es so schön heißt. Und dann würde ich mal sagen, muss ich einfach sagen, erstmal danke wieder für deinen Content, Bernd, dass du da heute mal spontan wieder ins Webinar gehuscht bist.
Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst es uns wissen. Nochmal der Aufruf, nutzt gern Guidance, nutzt uns natürlich bei Guidance zur Ausführung, JFD als Marktzugang und natürlich hier im Rahmen des Seasonal Bulls immer wieder auch Promo. Wer mag und JFD-Kunde ist, kriegt hier die Vorteilspreise. Und ja, eure türkische Lira, den lassen wir mal ein bisschen rumrubbeln. Heute mal wieder ein bisschen negativ. Wie gesagt, hatte ich ja heute Morgen auch im Fokus. Ich weiß. Das Paar muss man einfach ein bisschen aussitzen. Wie gesagt, der kann jetzt auch genauso wieder nach oben schnipsen, aber ja, die Prognose ist klar, dass ich hier auf einen Short setze und das Ding mal weiter halten werde. Und jeder Tag, der hier sozusagen über den Swap geht, der, ja, der erfreut das Konto und erfreut die Laune. Insofern ist das ja hier auch ein Midterm-Trade, oder was aus den letzten Mal jetzt ein paar Tage, Wochen, vielleicht als Trade des Jahres 2020 laufen, wenn er dann unter die 6,10 noch fällt und dergleichen. Warten wir mal ab, was passiert. Nee, der Durchbruch war am 8.1. Und jetzt haben wir schon wieder den 22.1. Ja. Allein die Zeit, in der hier jetzt, wie du schon immer sagst, da wird Geld verdient, ohne dass der Kurs sich Riesensprünge macht. So ist es, so ist es. Aber jetzt noch eine Woche, dann hast du das Risiko fast drin, noch 2 Wochen. Na, kommt immer auf die Positionsgröße und den Stoppabstand an, ne? Aber ich muss sagen, der Stopp ist ja eh schon nachgezogen. Der war ja weiter oben, gerade wegen gibt dem Trade Spielraum. Das ist immer ganz wichtig auf jeden Fall. Da gucke ich immer auf die ATR, also ohne die geht's gar nicht. Aber in dem Fall ist der Stopp, ich hatte auch schon überlegt, den sogar auf Break-Even zu setzen, aber da muss ich sagen, ja, ich habe jetzt nur noch ein halbes R-Risiko laufen und deswegen die Swaps relativieren das Risiko wahrscheinlich dann auch in den nächsten Wochen eh um Gänze. Und dann sage ich mir einfach, aussitzen das Ding. Ja, weil so ein Trade, also wie gesagt, das war damals auch die Analyse, hast du ja, ich hatte den Try, ich meine über die Tage, also Weihnachtsfeiertage, Jahreswechsel, wie man die großen Charts nochmal 2019 noch so ein Stück angeguckt und hatte mir schon gedacht, hey, das sieht ja spannend aus und dann hast du den nochmal vorgeholt zum Devisenradar, zum allerersten hier, was war das, am 7.1. war das genau und dann denke ich mir, hey, tatsächlich kommt mir in den Kopf, geiler Trade, sieht gut aus und dann, ja, dann habe ich das Ding einfach gezündet, bevor die Kerze so abgeraucht ist, das war das Gute an der Geschichte. Ja, ich wollte gerade sagen, den Durchbruch kannst du bei der türkischen Lira durch den Spread und Dings, kannst du gar nicht so schnell handeln. Nee. Und wir hatten es zig mal angesprochen, diese 6,62 hier, da überall immer wieder abgeprallt. Das ist natürlich an dieser Stelle schon sehr spekulativ, aber was ist nicht spekulativ an diesem Markt? Wo bewegen wir uns? Wenn das keine Spekulation ist, dann weiß ich nicht. Da muss man halt immer genau sehen, ne? Da ausrichten und schauen. Aber ich dachte, türkische Lira wäre ein grundsolides Investment für langfristige Anleger. Ja, bitte. Bitte, um Gottes Willen. Aber ja, auf der Südseite schon, wenn du die Short spielst, auf der Longseite natürlich nicht. Aber wir müssen mal gucken, was hier die Zukunft noch bringt. Auf jeden Fall sage ich mal danke, Bernd. Wir haben hier die gute Stunde schon locker gesettelt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst. Allen anderen Webinar-Teilnehmern wünsche ich auf jeden Fall einen wunderschönen Feierabend. Ich werde wahrscheinlich auch heute die Aufzeichnung, weil hier lief auch der Aufzeichnungsbanner mit. Bernd, mit deinem Einverständnis würde ich das Ding auch online stellen, sozusagen mal als Schmankerl. Für alle, die nicht dabei waren, kann man ja auch im Stream nochmal posten, beziehungsweise da eben auch den Tipp geben. Und da würde ich sagen, gelungene Geschichte, viel Infos, wie ich fand. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, geht's auf YouTube dann, gibt's nachträglich den Daumen hoch, gerne auch Statements gewünscht. Und dann würde ich sagen, einen schönen Ausklang zur Wochenmitte. Bernd, wir hören uns sowieso und den ganzen Rest am Schützenfest noch eine schöne Zeit. Alles klar, danke gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao.